Hallo und Tja, herzlich. da wollte ich dir erstmal die Admoderation. Nee, warte. Okay. Hallo und herzlich willkommen hier zu Minecraft Zeigel. Zirkel. Entschuldigung. Ja, lass nochmal machen, lass nochmal machen. Okay. Jetzt mal ganz ordentlich. Alle halten die Fresse, also wir beide. Und wer macht deine Begrüßung? Ich. Erfordert. Okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen hier zu Minecraft Zirkel. Und zwar, jetzt startet es richtig. Der Wally ist auch befreit. Ich joine. Genau, letzte Folge, also die erste, da war ich noch unten gefangen. Jetzt hat Cerebo mich da wahrscheinlich hier hoch teleportiert. Jetzt bin ich auch oben auf der Glaskuppel. Das kann ich dir nochmal richtig erklären, pass auf. Es gibt 4 Teams. Also auch nochmal für dich, dann kannst du es auch, brauchst du es nicht mehr erklären, ne? Genau. Die 4 Teams, also blau, sind wir. Grün. Ja, blau sind wir. Blau, grün, gelb und rot. Zwischen den Fraktionen gibt es immer solche ganz großen Grenzen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade so sieht. Und ja. Jede Fraktion hat halt seine Basis. Also da ist unsere, da sind meine Grenzen halt und da können wir halt machen, was wir wollen. Und öfters mal wird hier auch ein Kampf drin stattfinden, ein 1 vs 1. Oder wenn man Bock hat, kann man auch außenrum sich bekriegen. Also hier so ein bisschen außen, sieht man ja hier, aber nicht hinter der Mauer. Hinter der Mauer sind ja die Fraktionen. Und ja, ich glaube, es wäre cool. Ich bin nicht mit Hessen alleine, also ich bin mit Hessen im Team. Ich bin aber noch mit, oder wir sind mit Pixel, Blau und Globi noch im Team. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt, alle Teams und so weiter. Und wir gehen mal in Fraktion Blau. Blau. Ach, da unten bist du ja schon. Und wir dürfen dreimal sterben. Wenn wir dreimal gestorben sind, dann sind wir raus aus dem Projekt quasi. Ja. Dann würde ich sagen, da hinten ist ein Berg, springen wir runter, damit wir schnell wieder wenden können. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ja. Sorry, ja. Dann wollen wir mal. Mit Musik und alles. Ich zeig mal das Haus. Jeder hat so ein Starterhaus. Ich glaube, hier können wir noch gar nicht abbauen. Ich guck mal. Nein. Hey, da laufe ich nicht im Weg. So. Also das ist aber geil. Alles. Mit den Plakaten hier mit den Bannern. Ist richtig cool gemacht. Ja, die haben die Map ja auch komplett allein selbst gebaut. Genau. Natürlich, wir können, hier ist eine Kiste, die wir nicht aufmachen können. Ist ja geil. Hey, Skelett. Na, wie geht's denn? Hier ist ein Skelett. So, hier geht's zur Arena. Das. Oh, nee, ich sprint mal nicht. Unter der Erde, ne? Wenn man Haus runtergeht, dann geht's hier zur Arena. Das ist ein unterirdischer Tunnel. Und ja, alles klar. Und hier vorne, da ist einmal ein Tor, das öffnet sich dann, wenn derjenige aus der Fraktion in die Kuppel muss. Genau. Es wird immer einer ausgewählt, der kämpfen muss. Genau. Wenn das scheiß erklärt ist, dann lasst es uns wissen in den Kommentaren, dann erklären wir es nochmal ausführlich in der nächsten Folge dann. Denn wir können es ja nicht selber beurteilen. So, überall Zombies, scheiße, wir können uns ja gar nicht hier aufbauen gerade. Ah, warte mal, Skelett. Aua, der hat mir gerade in den Schindern geschossen. Alter, wir können gar nichts machen. Komm rein. Wir können die Tür nicht mehr zumachen, wollt ihr mich verarschen? Hey, wie geil. Spring hier raus. Ja, das ist voll asozial, ich werd sterben, Mann. Ich werd sterben. Spring raus. Das ist nicht wahr. Ah, Mini-Zombie, Mini-Zombie, Mini-Zombie. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Zwei Herzen, zwei Herzen. Das ist nicht wahr. Nicht wahr. Das sind überall Creeper. Ich bin wieder bei der Glaskuppel. Ja, was ist das denn? Die Türen hätte man aufmachen müssen können. Oder wie es heißt. Das wäre richtig dumm. Wir sind jetzt gestorben. Ich habe noch zwei Herzen. Da sind überall Zombies. Und dann habe ich schon einen tot. Also war nur ein Witz mit denen. Ich will sterben, ne? Ja, klar. Creeper, Creeper, Creeper. Alter. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt hier auf. Ist ein Netherportal. Ja, das übrigens, ist richtig. Hast du auch manchmal so eine FPS-Kacke, weil wegen den großen Mauern, glaube ich. Ich bin tot. Ein Herz. Und überall sind Skelette. Ja, warte, ich komme zu dir. Ich gehe mal Richtung Berg. Heilige Hungerkeule, würde ich beinahe sagen.
Da bist du. Ich komme da auch mal hin. Aber nee, wir müssen erst noch was zu essen haben. Ja. Ich komme hier gar nicht mit zurecht. Da unten bist du. Ich brauche nur noch einen Block, drei Blöcke fallen, dann bin ich tot. Und zwar für immer. Immer. Das ist ein Schaf, das gibt ja auch Essen, ne? Ja. Schafe? Also ich bin... Alter, durch die Mauern, ne? Sieht das, sieht der Shader so scheiße aus, als nur rumbacken. Also ich finde, die Mauer ist geil gemacht mit den Mauern. Ich habe, ich muss sagen, habe ich ein bisschen mitgeholfen. Bei den Mauern. Aber ich finde die Umsetzung nicht gut, weißt du? Hey, die Mauern kannst du auch mit World Edit machen. Ja, mit World Edit, ja, genau. Ich finde die Umsetzung aber nicht so gut, weil die Mauern nicht gut aussehen. Ich meine, es hätte eigentlich gereicht, wenn sie eine Zaungrenze gemacht hätten, weißt du? Ja. Hätten wir abgesprochen, dass man da nicht rüber darf? Ich meine, ich glaube, keiner geht da irgendwie durch den Bug oder wird sich da irgendwie rüberbauen oder so. Das ist ein Kritikpunkt, den ich ansprechen musste. Aber sonst ist das bestimmt, wird das bestimmt lustig, ne? So, wo bist du denn jetzt? Hier drüben bei den Bäumen, ich will nochmal einen Baum holen und so. Ach, da unten, ja. Ja, ich brauche halt Holz und alles. Ja, und ich brauche ein bisschen Essen und alles. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Alter, Shader und Mauern? Nee. Nee. Oh, da ist, ja. Hier ist noch ein Schaf. Doch, da ist ein Schaf. Also Betten dürfen nicht gemacht werden. Nee, dürfen nicht. Nein. Ja, ich habe die Regeln vergessen. Ich habe sie immer durchgelesen, aber schon ein paar Jahre her. So, ich mache mir jetzt erstmal... zum Start einfach mal eine Werkbank. Weißt du? Ja. Soll ich die mitnehmen? Ja. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal nicht zu viele Tiere zu töten. Da machen wir lieber ein Feld irgendwo. Am Wasser. Ja. Das wäre, glaube ich, besser. Ja, weil wir, dann können wir nämlich noch ein paar Tiere aufheben. Also vermehren dann. Ja, können wir aufheben. Hier, ich wollte ihn mal aufheben. Ja, würde ich sagen... Ja, also, kann man an Hunger sterben? Ich glaube es nicht. Wie die Schwierigkeit ist? Ich glaube normal. Ich weiß, ich habe noch ein Herz, Alter, und rege einfach nicht. Weil ein Skelett da irgendwo ist und mich anschießt, bin ich direkt weg. Ja. Ich komme auch mal zum Berg und so. Ja. Mach mal so. So, ich komme. So. Ich bin da. Aber wie lang war das mit der Aufnahmezeit? Wie lang dürfen wir? Zwischen 13 und 15 Minuten sollen wir ja machen. Ach ja, ja. Das ist immer so komisch, ne? Voll die dumme Zeit eigentlich. Ja. Naja, was sollen wir machen? Genau, bau mal ab, ich mache einen Ofen, wenn es nicht darf. Es regnet Steine. Oh, mein Kopf. So. Geh mal hinher. Ich muss noch einen Ofen machen. Wie viel brauchst du denn noch? Ich hab schon. Gut. Dann kann ich... So, soll ich den machen? Einfach hier erstmal hinsetzen oder hier rein? Ja. Hier in den Berg reinbauen und so. Und so. Wir können eine WG machen. Lass mal eine WG machen, das ist immer was anderes. Wollen wir machen? Wegen mir? So voll geil, ja, wegen dir. Eigentlich lohnt das nicht, da irgendwie WG aufzubauen. Halt, stopp, ich hole erstmal die Kohle. Ja, ich mache, ja, ich habe hier mal ein rohes. Wäre nett, wenn du mir das Essen geben würdest, damit ich erstmal mein Herz wieder voll kriege. Ich habe auch nur eine halbe Hungerkeule. Ja, ja, ich habe nur noch ein Herz. Ja. Und du hast bestimmt ein bisschen mehr. Ja, mir fehlen nur zwei Herzen. So habe ich acht Herzen. Wenn ich zwei jetzt bekomme erstmal, das reicht ja, dann kriegst du ein, weil ich habe drei. Ja, guck mal, Mathe-Lehrerin. Du hast ein Kaninchen reingemacht, egal. Dieses arme Ding. Hier habe ich mal was hingeworfen da. Irgendwas davon muss ich ja auch noch bekommen. Ja, ja. Ja, ich habe auch noch hier. So ein oder zwei von denen jetzt noch und dann habe ich erstmal wieder voll. Hoffentlich. Dann gehe ich mal pflanzen. Beziehungsweise ein Feld bestellen. Wie das so schön heißt.
Ja, wir wissen nicht, wie lange das Projekt hier geht. Auf jeden Fall Pixelblau und Globi sind auch in unser Team. Links sind wie gesagt eigentlich schon in die Kommentare. In der Infobox. Was? Nein, in der Beschreibung. Alter, was ist hier los? Ja, und dann wollen wir gucken, wie lange wir überlegen. Und ich gehe mir ein bisschen umgucken. Ja. Mit einem Holzschwert. Du hast. Ich kann dir auch Steine geben oder irgendwie was. Ja, das kannst du machen. Weil dann kannst du das nämlich auch aufbrauchen. Nee, ich guck mich jetzt erstmal um. Ah! Und was habe ich Schaden bekommen? Achso, weil ich Hunger habe. Hier oben ist ein Schaden. Yeah, da ist ein Küken rausgekommen. Aber naja, das mit den Tieren kann ja kein Problem sein, weil, komm, wir sind 1000 Blöcke in jede Richtung, weißt du? Ja. Oh, das arme Schaf, das arme Hähnchen. Alter, wie groß die Mauer einfach ist, ich sehe die immer noch von hier. Ich nehme einfach mal die ganzen Schafe mit. Oh, hier kein Schwein, ne? Ne. Boah, hier kein Schaf. So. Oh, hier ist der Block der Wahrheit. Also wie so ein einzelner Block in der Luft. Mag ich immer gerne. Oh, da ist schon wieder die Grenze. So. Überall Schafe, überall Schafe. Also, warum dürfen wir keine Betten machen jetzt genau? Das weiß ich nicht. So bescheuert, ey. Also, ich bin eher der Typ, der so einfach losbaut, weißt du? Ich bin eher so der Typ, der keine Ziele in den Projekten braucht, weißt du? Du hast jetzt meine Hühnchen eingesammelt. Also, meine rohen Hühnchen, oder? Ja, das habe ich alles noch hier. Ich bringe das gleich mal vorbei. Ich nehme nur mal die ganzen Tiere hier noch mit. Ich habe hier eine große Höhle gefunden. Hoffentlich ist sie groß. Ich weiß es nicht, gar nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Okay, dann kümmern wir uns jetzt erstmal in den ersten beiden Folgen um Essen. Ja, ja, ich bin dabei. Und Holz. Fleißig an Farmen hier. Und danach geht's in die Höhlen. In die Tiefen der Höhlenlandschaft. Die Quallenhöhle. Boah, da hinten ist geiler Wald, aber da gehe ich jetzt nicht hin. So, hier ist 20, 3 und 3. Für den Anfang. Wir kommen jetzt mal wieder. Ja. Ich sehe das Haus, auch wie süß. Ich gehe da mal ganz kurz rüber und hole noch ein bisschen Bäume. Ja, ja. Ja, und hier können wir halt dann bauen und... Ja. Bei den anderen sieht es genauso aus, nur dass sie vielleicht... Au! Anderes Biom haben oder so. Ja. Also ich finde das mit den Mauern nicht so gut umgesetzt, weil das sieht scheiße aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist jetzt meine Meinung. Zeribo wollte es so, ist ja alles gut. Ist ja sein Projekt, also. Prosekt. Ist ja sein Prosekt. Ja. Aber ich finde das mit den Bannern schön. Ja, klar. Ah, ne, hier ein Haus können wir ja gar nicht. Oh, das finde ich so komisch, dass man im Haus nichts machen kann, ne? Ja. Dann halt mal Türen auf und zu. Voll bescheuert. Hätte meine Druckplatten. Ja, klar. Machen können. Und was wir. Wo wir dran denken müssen. Bei Bäumen. Immer wieder hinsetzen, die Setzlinge. Ne. Also, du weißt, wir sind 1000 Blöcke, weißt du? Das ist schon eine Menge. Ja, trotzdem. Es kann aber sein, dass wir dann gar keine Bäume mehr finden. Ja, das stimmt. Oh, das ist ein Küken. Also, ja, ja, das Küken habe ich erschaffen. Hast du gezeugt? Ich wollte erst sagen, erstellt, aber... Das passt nicht ganz so gut. Ach, hier war ja drin eine Höhle direkt. Ja. Ich brauche mal eine Fackel. Soll es in diesen Shader, man braucht eine Fackel und dann kann man immer sehen. Ja. Finde ich so toll. Ich habe jetzt schon 2 Äpfel. Warte, ich hole mir mal lieber eine Spitzhacke mit. Boah, ey, der Shader, der ist nur rumbupsen hier, weißt du? Ist so ätzend. Ja. Ich könnte auch mit Shader spielen, aber habe ich jetzt gerade so nicht Lust drauf und wir müssten auch bald beenden. Ja? Ja. Also nach meiner Aufnahme haben wir jetzt eine Viertelstunde und zwar... Ja.
Müssen wir so langsamer. Ja, auch machen wir so schnell. Nee, Quatsch, wir haben noch. Klar, hast recht. Ja, gut, dann, gut. Dann, sehen wir uns nächste Folge wieder. Ja, ich mache nur noch ganz kurz hier das mit den Bäumen fertig. Ich muss ja die wieder setzen. Allein wegen Vendra nochmal, ne? Hm. Ich wusste genau, dass sie direkt da sind, wo wir spawnen. Oh. Weil? Du hast ja eine Folge gesehen, oder? Nee, weil die haben ja unsere Sachen gesehen, die wir da platziert haben. Die haben wir nicht platziert, die standen schon, als wir gekommen sind. Ja, aber trotzdem. Wissen die ja nicht. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach unten da, wenn es nicht gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ich pflanze jetzt noch hier schnell die 5 Bäumchen und dann ist meine Sache für heute auch getan. Ja. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, ich habe nicht so ein... Okay, das dürfte so passen. Also, meine Lust auf dieses Projekt liegt noch im Keller. Weißt du? Ja. Noch. Kann sich ja noch ändern, aber momentan liegt sie noch am Keller. Im Keller, meine ich. Schade. So. Ich und übrigens, die Gruppe hat angerufen, ne, die anderen. Ah, okay. Verarschen, Alter. Na gut, wir sind jetzt bei 16 Minuten, Bände lieber. Verbindung trennen. Ich habe die Verbindung getrennt und zwar schaut bei den anderen vorbei, alle in der Beschreibung verlinkt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.